Fucking shit. So, und damit herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Heute mal etwas anders für die, die mein Content gewohnt sind. Heute mal auf einer Big Enduro Maxi Trail. Ja, oder wie man die Dinger auch immer noch nennt. Oh mein, das war jetzt anstrengend. Auf jeden Fall, Single Trails mit so fetten Dingern ist nicht die beste Idee. Aber worum es eigentlich heute im Video geht, heute darf ich euch ein neues Mitglied in meiner Familie vorstellen. Eine XTZ 57 Super Teneré von Yamaha aus dem Jahre 1994. Fast so alt wie ich. Ja, kurz, wie es dazu kam. Ich habe vor, mit meiner Frau gemeinsam Teile des Trans-Euro-Trail zu fahren. Und dafür braucht man halt so eine Reise-Enduro, Big Enduro, Maxi-Trail, wie man sie auch immer nennen will. Und ja, wir haben etwas Günstiges gesucht und wir haben dieses geile Teil gefunden. Abgeholt haben wir sie mitten irgendwo in Deutschland, weiß nicht mehr genau wo. Auf jeden Fall bei einem super netten Herrn, der die schon seit 20 Jahren im Besitz hatte. Gekostet hat die Maschine uns 1800 Euro, was ein mega, mega fairer Preis ist. Die Idee hinter dem Ganzen war, dass wir ein Motorrad kaufen, was nicht zu teuer ist, weil bedingt dadurch, dass wir den Trans-Euro Trail zu zweit fahren, wird es dazu kommen, dass wir sie, beziehungsweise ich, sie auf den Boden schmeiß, und deswegen darf sie ein paar Dellen haben, ein paar Macken. Es gab eigentlich mehrere Modelle, die uns interessiert haben, beziehungsweise nach denen ich Ausschau gehalten habe. Die XTZ, also diese hier, war einer dieser drei Kandidaten. Ja, als allererstes sollte es nicht zu teuer sein. Ich habe so einen spezifischen Look halt gesucht aus den 90er Jahren mit so zwei Scheinwerfern vorne. Aber mit ein bisschen mehr Hubraum und so gibt es nicht so viele Modelle. In meiner engeren Auswahl waren jetzt die Africa Twin, die sollte jedem bekannt sein, von Honda. Dann eben die Yamaha Super Teneré aus diesen Jahrgängen. Und die Kajiva
Kajiva oder wie man es auch immer ausspricht. Das Modell heißt Elephant. Auch mega geil. Aber bei dem Motorrad war ich mir halt absolut gar nicht sicher, was die Wartung angeht, beziehungsweise wie gut ich dem Motorrad vertrauen kann, wenn wir auf Reise fahren oder so. Ja, bei so Abenteuern mag ich halt irgendwie, man lässt sich ja immer schon auf Ungewissheit ein. Und Ungewissheit bei einem Japaner reicht mir da vollkommen aus den Jahrgängen. Die Farbe ist auch absolut geil von dem Motorrad, so richtig 90er-Style. Was ihr auch wissen solltet, ist, ich habe spezifisch nach mehr als einem Zylinder gesucht. Also nichts, was irgendwie Mono ist. Da gibt es auch relativ viel. Da gibt es ja noch die Tenere aus den Jahrgängen und so. Ich habe mir gedacht, wenn wir zu zweit fahren, mit den ganzen Vibrationen vom Mono und so zu zweit, weiß nicht, ob das so angenehm ist. Natürlich spielt halt jetzt hier auch der Faktor Gewicht. Die Super Tenere ist definitiv kein leichtes Motorrad mit 226 Kilogramm. Für alle, die es nicht wissen, der Trans-Euro Trail ist ein Projekt, wo in ganz Europa möglichst viele Offroad-Strecken miteinander verbunden werden, eben durch die ganzen Länder, weil die Masse meiner Zuschauer jetzt aus Deutschland sind. In Deutschland gibt es nicht so viele Wege, das ist sehr kompliziert, ähnlich wie hier in Luxemburg. Primär gibt es da nur in Norddeutschland, soweit ich das mal auf der Karte gesehen habe, Strecken. Funktioniert in Frankreich sehr gut, Spanien, Portugal, überall in den Ländern, wo man halt auch ein bisschen Offroad fahren darf, wo das nicht so pingelig ist mit der Offroad-Fahrerei. Und das wollte ich eben mit meiner Frau hinten drauf machen. Und es ist schon Challenge genug, weil alleine das Teil hier zu bewegen, Offroad, ja, ist schon eine Ansage. Da ist das gute Stück. Ein paar Sachen habe ich dran verändert. Ich habe mir vorne noch so einen Schutz für die Lichtmaske eingebaut, weil wir relativ viel Offroad fahren. Ansonsten ist nur Stahlflexleitung vorne, weil das sonst überhaupt nicht bremst, und die Enduristan Seitentaschen. Ja, einfach nur, um eine Möglichkeit zu haben, wo wir unser Gepäck verstauen. Und dann habe ich mir noch hinten selber so eine, aus einer Aluplatte, 3 mm Stärke, so einen Gepäckträger gebastelt. Ja, mit so einem Gummiüberzug und eigentlich nur für das Zelt gedacht. Da geht's aber ordentlich hoch. Boah, das war zu viel Gas. So, das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich würde sagen, ich lasse das Video noch ein bisschen laufen für alle, die noch gern ein paar Fahraufnahmen sehen. Und allen anderen sage ich danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay. Let's go, oder? Was sagt ihr dazu? Boah, da ist schon ein Stein, Alter. Okay. Uff. Oh, man.